Sieht jetzt aus, als wäre ich in einem Gespensterhaus. So, gleich kommt irgendein Verrückter aus der Ecke und tötet mich. Ich weiß ja jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt Kerzen entzünde. Bringt wahrscheinlich nichts. Das wird immer gruseliger. Ach, ach, meine Kinder. Sind wir heute zur Dracula-Stunde gekommen? Perfekt. Ach, 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 meine Kinder. Ist ja auch egal. Es muss ja nicht gut belichtet sein. Die Essensbilder sind wichtig. Außerdem sehe ich eh bei schlechtem Licht immer besser aus. Von daher. Wir fangen. Ich werde das Video in zwei Videos splitten. Einmal 2017, 2019, weil 2017 haben wir, wie ihr gleich sehen werdet, auf jeden Fall ungesünder gelebt als 2019. Ich muss halt dazu sagen, dass ich mich 2017 nicht informiert habe. Also ich war ja noch nie vorher in Tokio. Ich hatte keine Ahnung, wie das abläuft, wie das als Vegetarier halt aussieht. Vor allem, ich habe auch voll passend den Pullover hier an. Das fällt mir gerade erst auf, so, weil ich mir gedacht habe, warte, Tokio. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich halt nicht so richtig damit beschäftigt. Ich habe gedacht, so, ja, passt schon. Es ist doch ein bisschen besser, wenn man ein wenig recherchiert. Ich weiß, Recherche ist für manche Leute sehr nervig und doof und kacke, aber vielleicht ist, was das betrifft, auch nicht so schlecht, das mal zu machen. Deswegen, das erste Bild, was wir jetzt hier haben, ist direkt nachdem wir bei unserer ersten Unterkunft angekommen sind. Da habe ich mir einfach einen Milchtee geholt. Den kannte ich auch schon aus Deutschland. Also da wusste ich jetzt, was das ist. Dann habe ich mir ein Onigiri geholt. Beziehungsweise eigentlich ist es ja kein richtiges Onigiri. Es ist halt Reis mit einem Ei in der Mitte. Habe ich mir geholt. Dann drei Dango mit so einer süßeren Soße, sowas. Und ein Mais. Mayonnaise-Brötchen. Ich dachte bis dahin noch, das ist Käse. Sollte mir dann auffallen, dass es das nicht ist. Dann war es in unserem Apartment. Das sieht man auch unten links in der Ecke, dass ich da auch noch die Dangos liegen habe. Meine Schwester hat sich, ich weiß, es ist sehr komisch, was das jetzt ist, aber sie hat sich Toast mit Sahne und Erdbeeren geholt. Und merkwürdigerweise schmeckt ihr das auch. Ich persönlich finde das super ekelhaft. Einfach schon, weil Sahne auf einem Toast. Dann hatte sie sich Matcha KitKat geholt. Und ein, keine Ahnung, es sind einfach so zwei Pfannkuchen und in der Mitte sind rote Bohnenpaste, also ist rote Bohnenpaste. Das war, glaube ich, am zweiten Tag. Da haben wir dann Soba bestellt, also das ist eigentlich nur von meiner Schwester und auf der Seite liegt noch frittierter Tofu. Und in diesem kleinen Gefäß auf der linken Seite, wo halt diese Zwiebeln drauf sind, da war so eine Sesamsoße drin. Die sind, by the way, auch kalt, die Sachen. Das gibt es auch in warm und die meisten Gerichte sind halt vegetarisch. Bin mir bei der Sesamsoße jetzt sogar gar nicht mal sicher. Wenn ihr die weglassen würdet, wäre das Ganze, glaube ich, sogar vegan. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Nudeln hergestellt werden. Das sind dann halt so Sachen, sorry, aber die Veganer müssen das dann halt einfach googeln oder nachfragen. Wobei man da halt echt speziell nachfragen sollte und nicht sagen sollte, ich bin Veganer, kann ich das essen? Weil die sagen halt eh immer ja. Also zumindest zu 99%, weil die mit dem Wort nichts anfangen können. Auch mit Vegetarier sind die sich nicht sicher, was bedeutet das. Und dann sagen die instant sehr, ich so ja, weil die eh lieber ja als nein sagen. Dann war das, ich glaube, ein Abendbrot irgendwann. Das war einfach Eibrot, also so Eitoast, was ich eh sehr, sehr gerne esse. Also die machen das sehr, sehr lecker, es schmeckt mir sehr gut. Deswegen habe ich mir sehr oft geholt. Auch immer noch würde ich mir das holen. Es ist halt einfach ein labbriges Toast mit Brot. Warte, was? Ein labbriges Toast mit Ei. Labbriges Toast mit Brot wäre noch unkreativer. Und auf der rechten Seite ist so ein Daifuku, heißt es, glaube ich. Das ist wieder sowas wie so ein Mochi. Also ihr habt unten halt einen Boden, so einen ganz normalen Teigboden. Dann ist eine Erdbeere in der Mitte. Außenrum ist Sahne und dann halt ganz außen dieses Weiße, was ihr halt jetzt auch sehen könnt, ist halt so wieder dieses Mochi-artige. Und dann halt auf der linken Seite ein Café au lait. Dann, ja, ich glaube, das war noch ein Mango-Frappuccino oder irgendwie sowas. Haben wir uns in Starbucks geholt. Ja, dann halt ein Crepe, wie wir hier schon sehen, wie das Muster ist. Zieht sich sehr gut durch. Wir haben sehr viele Süßspeisen gegessen, weil wir einfach nicht wussten, was wir sonst hätten essen sollen. Es war viel. Also wir haben danach auch keinen Crepe mehr mit Sahne gegessen, weil das einfach ekelhaft war. So no offense, aber das war zu viel Sahne. Davon bin ich heute noch. Also da möchte ich heute auch nicht noch einen Crepe haben. Heute nicht. Und das ist 2 Jahre her. Ja, dann waren wir in Denny's, hieß das, glaube ich. Das sieht jetzt sehr bescheiden aus. War aber auch nicht teuer. Es war einfach Knoblauchbrot mit einer Maissuppe. Also das müsste sogar vegan sein. Ja, dann habe ich mir Amazake geholt. Das war in einem Park. Das ist halt einfach so ein alkoholisches Reisgetränk. Also ist auch sehr lecker, ist halt auch süß. Schmeckt echt gut. Also wenn ihr jetzt nicht so Probleme damit habt, wenn Stückchen in eurem Trinken sind, dann ist das super, weil da ist halt Reis drin, wie man obviously sieht. So. Ja, dann halt eine Erdbeermilch.
kann man trinken, also halt als Vegetarier. Veganer wird schon wieder schwierig. Dann ein Matcha Latte habe ich mir getrunken. Habe ich mir getrunken. Habe ich getrunken. Ja, das ist halt ein bisschen verschwommen. Aber da habe ich zum Beispiel so ein Yuzu-Getränk gehabt. Also das ist auch so eine Zitrusfrucht einfach. Und Wagashi, meine ich. Ich glaube schon. Auf jeden Fall halt so ganz speziell hergestellte Süßigkeiten aus Japan. Alles eigentlich, was ich jetzt zeige, ist vegetarisch. Das brauche ich gar nicht erwähnen. Jo, dann haben wir hier ja, mal wieder sehr viele Snacks. ich habe mir tatsächlich auf der linken Seite halt Sushi geholt. Das war, glaube ich, mit Natto. Ja, ich glaube, das war mit Natto. Also man kann da halt auch relativ viele Alternativen bekommen, was Sushi und Onigiri betrifft, ohne Fleisch und Fisch, weil die halt auch sehr viel mit Algen machen oder mit Sesam, sowas. Das ist halt schon eigentlich echt nice. Also ihr habt meistens so 4 bis 5 verschiedene Sorten, die vegetarisch sind. Also ihr müsst nicht mal immer dasselbe essen. Ja, dann halt wieder da oben das Wagashi, dann halt ein Sakura Latte, auch nochmal, ich glaube, eine Kirschmilchtee oder sowas. Ja, eine Apfelsoda, irgendwelche Snacks, irgendwelche Cracker, ein bisschen KitKat. Und unten waren dann halt auch nochmal, ja, wieder solche Mochi-Dinger mit einer Erdbeere drin. Dann halt so ein, wieder ein kleiner Dango-Stab, also Stäbchen, kleines Dango-Stäbchen. Und so ein Sakura-Mochi. Die sind halt auch so ähnlich aufgebaut, aber der Teig ist halt nicht so fest wie bei den anderen Daifuku zum Beispiel da drüber. Dann hatte meine Schwester einfach noch einen Salat. Sowas kriegt ihr zum Beispiel auch immer. Also da ist auch immer Dressing dabei. Ist dann halt bei Veganern wieder schwierig, muss man halt gucken. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die so ein Basilikum-Dressing oder sowas auch haben. Also vor allem gerade, wenn ihr jetzt nicht in ein Konbini geht, sondern in den Supermarkt. Da werdet ihr ganz normal einkaufen können, wie bei euch zu Hause auch. Also da müsst ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Gerade die großen Supermärkte, so wie Seiyu oder so, die haben wirklich viel Auswahl. Wirklich viel Auswahl. Da könnt ihr auch Cornflakes kaufen. Es gibt halt auch viel vegane Milch und sowas. Also halt so Pflanzenbasissachen. Also das ist halt gar nicht mal so schwierig, wie man sich das vorstellt. Man muss halt einfach nur drauf achten und recherchieren, damit man halt auch weiß, wie die Produkte aussehen. Weil wenn ihr jetzt kein Japanisch lesen könnt, dann müsstet ihr gegebenenfalls fragen. Wenn ihr dann kein Englisch könnt, dann seid ihr ganz am Arsch. Weil dann wisst ihr es nicht. Also halt entweder Japanisch sprechen oder lesen können, ist schon auf jeden Fall eine gute Sache in Japan. Das war, sollte ehrlich gesagt eine Pizza sein. Es wurde als Pizza beworben. Es ist, wie wir sehen, Teig mit Käse und Paprika oder so, Flavor da oben drauf, Gewürz. Es war lecker, aber sehr teuer, aber lecker. ja, dann halt nochmal so ein Sakura Latte. Den habe ich, glaube ich, ein paar Mal getrunken. So eine Fanta Pfirsich gibt es, also, ne? Ich zeige euch jetzt einfach nur so mal, was es so gibt. Dann halt eine Pizza, wo ich echt sagen muss, die war arschteuer. Ich glaube, die hat 8 Euro gekostet und die war sehr, sehr klein. Die sieht vielleicht hier gar nicht mehr so klein aus, aber die war sehr, sehr klein. Pizza schmeckt, by the way, leider in Japan auch nicht so geil. Also finde ich. Meistens ist es halt leider echt nur Brot mit Käse. Es ist scheiße einfach. So, no offense. Eigentlich ist es schon no offense. Eigentlich ist es dumm, sowas zu sagen. Es gibt eine Pizza, die gibt es zum Beispiel in Ikebukuro. Ich weiß nicht, wie viele Stores die hat, aber die heißt A-Pizza. Davon werden wir bei 2019-Video auch noch Bilder sehen. die haben wirklich gute Pizza. Also ich weiß nicht, ob das halt vielleicht ausländisch irgendwie herkommt, also ob das aus dem Ausland kommt. Oder ob vielleicht der Besitzer irgendwie Ausländer ist, dass das vielleicht sogar ein Italiener ist oder sowas. Oder Türken können ja eigentlich auch sehr gut Pizza machen. Eventuell irgendjemand auf jeden Fall, der eine gute Pizzaschulung gemacht hat. Hat diese Pizza-Chain-Kette da eröffnet, aber sonst würde ich Pizza nicht unbedingt in Japan essen. Es ist sehr teuer und es ist leider nicht so lecker. Dann ja, Subway ist eins der Hauptanlaufstellen, wenn man Vegetarier ist, weil man sich da einfach das Brot zusammenstellen kann. Und sind wir mal ehrlich, Subway ist wirklich köstlich. Ja, dann Pancakes, die waren auch sehr teuer. Ich glaube, die haben 15 Euro gekostet. Das war, also Western, generell so westliche Sachen, ist sehr teuer. Alles, was halt bei uns gegessen wird, ist sehr, sehr teuer. Dafür könnt ihr halt sehr günstig japanisch essen. Wirklich günstig japanisch essen. Ja, das war so eine Sakura-Sake. Einfach auch Alkohol mit Kirschblütengeschmack. Der war aber wirklich gut. Also der hat richtig nice geschmeckt. Das Problem ist halt manchmal bei japanischen Sakura-Sachen, dass die halt auch Salz beinhalten, weil das halt dieses typische Sakura-Flavor ist. Das hatte das Gott sei Dank nicht. Es hat sehr lecker geschmeckt. Also ich muss sagen, wäre das kein Alkohol gewesen, hätte ich am liebsten ein ganzes Fass davon getrunken. Ja, dann zum Beispiel hier sowas. Wir haben halt extra nachgefragt, das war jetzt in Tokio. Der hatte jetzt zum Beispiel Brühe ohne Fisch. Also das war einfach so eine Gemüsebrühe. Und dann ist da halt Udon drinne und obendrauf ist frittierter Ingwer.
Bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ist auf jeden Fall sehr lecker und das hat, glaube ich, 3 Euro nur gekostet. Also das ist sehr günstig. Wie gesagt, japanisch Essen ist sehr günstig. Ja, dann ein Crepe mit Pudding und leider auch ein bisschen Sahne, aber es war Gott sei Dank nur so oben an der Ecke. Das war zum Beispiel so ein typisches Frühstück, will ich jetzt nicht sagen. Wir haben natürlich jeden Tag was anderes gegessen. Erdbeermilch, dann diese 2 kleinen Bällchen. Die sind mit so einer Art Frischkäse gefüllt gewesen. Also es ist nicht so ein Frischkäse wie in Deutschland. Es ist super weird zu beschreiben. Dann halt so ein Eibrötchen, Brot, Dingen und ja, Mais mit Mayonnaise. Dann waren wir Sushi essen. Da kann man zum Beispiel in Shibuya, gibt's Uobei, heißt es, glaube ich. Bin mir nicht sicher, spreche das bestimmt falsch aus. Müsstet ihr mal bei Google Maps nachschauen. Ich kann aber die Adresse auch unten verlinken. Da gibt es halt einen Sushi-Laden. Da könnt ihr dann halt auch relativ viel vegetarisches Sushi bekommen. Es ist halt so ein Space-Ding. Also da bekommt ihr das halt aus solchen kleinen Zügen. Zum Beispiel hier, wo mein Dessert drauf war. Das hat 220 Yen, glaube ich, gekostet. Ja, dann waren wir hier in Asakusa. Da habe ich mir eine, ja, einfach so ein, ich glaube, das war auch Sakura-Flavor. Das hat nicht so lecker geschmeckt, leider. So ein Sakura-Eis einfach geholt. Da waren wir wieder Udon essen, aber in einem Laden bei uns in Kumagume. Das war auch wieder so mit Gemüsebasis. Ich meine sogar, irgendeiner dieser Udon-Läden, da konnte man sich das auswählen, was für eine Brühe-Basis man haben wollte. Und dementsprechend wurde das dann zubereitet. Das heißt, du konntest an dem Automaten, glaube ich, meine ich, direkt sogar auswählen, ob das Fisch, noch was anderes, also irgendwas anderes vom Tier, oder halt Gemüse ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der war oder der in Tokio. Ja, dann einfach so ein Küchlein, eine Sakura-Soda. Das war zum Beispiel bei Eins of Ripple, heißt das, glaube ich. Es tut mir wirklich leid, sowas zu sagen, weil ich eigentlich so vegetarische, vegane Restaurants unterstütze, aber das hat mir gar nicht geschmeckt. Vielleicht bin ich auch einfach verwöhnt aus Deutschland. Ich weiß ja nicht, was ihr in eurer Umgebung habt an vegetarischen, veganen Optionen, aber der Burger war okay. Der war nicht so schlecht, aber diese Käsesoße auf dem Pommes, Alter, die konntest du knicken. Also wenn ihr hingehen wollt, es ist sehr teuer. Wir haben 17 Euro für das da bezahlt, was ihr seht. Und es hat mir persönlich nicht geschmeckt. Nicht gut genug für 17 Euro. Dann halt so kleine Küchlein. Wir hatten halt gerade so die Osterzeit. Deswegen sind da auch so ein paar kleine Osterdekorationen und sowas. Die Törtchen sind halt wirklich alle krass. Und das Gute ist, dass sehr viele Sachen nicht mit Gelatine gemacht werden, sondern mit Agatine. Einfach weil das da in Asien irgendwie mehr vorkommt. Das ist halt übel praktisch. Also Gelatine gibt es halt fast gar nicht. Ich würde aber trotzdem nachfragen, wenn ihr sicher gehen wollt. Wenn es jetzt nicht gerade nur so ein Cremetörtchen ist, wo es obvious ist, dass da gar keine Gelatine oder Agatine verarbeitet ist. Aber wenn halt sowas Glibberiges irgendwo zu sehen ist, könnt ihr gerne nachfragen, was es eigentlich, also zumindest bei fast allem, was ich gekauft habe, war es immer Agatine. Zum Beispiel auch bei diesen Dingern hier, da haben wir halt gefragt, weil wir uns nicht sicher waren. Man konnte die Konsistenz halt jetzt nicht sehen, es war ja eingeschweißt, aber das ist auch Agatine gewesen. Ja, dann nochmal das Törtchen. Am nächsten Tag haben wir die auch mitgenommen, meine Schwester hatte auch welche. Ich hatte Kirsche und ich glaube Litschi oder was war das? Ja, Peach und Litschi. Dann halt nur Nigiri, ich weiß gerade nicht, womit das war. Einfach Milchtee, so eine Sakura Bon mit Pfirsich. Milchteezeugs, das ist halt auch sehr lecker gewesen. Ja, und so Kalbi, das sind einfach so Chips. Ja, das war die Rückfahrt. Da habe ich dann nochmal, ich glaube, mir am Bahnhof so Kalbi geholt. Dann waren da halt einfach so Pockys drin und nochmal so ein Kaffee. Das war der nächste Tag. Leider ein ziemlich verwackeltes Bild von meiner Essensaufnahme. Aber es ist wieder Eibrötchen, Mais und Mayonnaise. Irgendwie, ich glaube, ein Tee. Ist das ein Tee Ole oder so? Ich glaube schon. 2 Onigiri und so ein paar Snacks. Dann am nächsten Tag hatten wir ein Ikibento. Das ist halt, wenn man so längere Strecken zurücklegt. Also ihr könnt es euch holen, ohne längere Strecken zurückzulegen. Aber das ist halt für so Shinkansen-Trips. Dann könnt ihr halt so ein Ikibento holen, also halt so ein Bento am Bahnhof. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was vieles davon ist. Es klingt jetzt super so, oh mein Gott, sie isst ja gar kein Gemüse, aber nein, ich esse auch halt wirklich kein Gemüse. Das ist sehr schade, aber es schmeckt mir einfach nicht. Also ich weiß, dass es das eine Tomate ist zum Beispiel, dass das da Pilze sind. Aber bei vielen Sachen war ich mir unsicher und ich muss auch echt sagen, dass von diesem ganzen Bento haben mir 50% geschmeckt. Das ist halt richtig doof irgendwie. Weil ich bin halt echt nicht so der Gemüseesser, aber wenn du Vegetarier bist, du bekommst halt keine Ersatzprodukte in diesen Dingern drin, sondern du bekommst ein Bento voll mit Gemüse. Das heißt, wenn ihr echt so ein bisschen wählerischer seid, was sowas betrifft, würde ich mir nicht unbedingt ein Bento holen, sondern selbst was zusammenstellen. Ja, dann waren wir halt wieder bei Starbucks, da braucht man nicht viel zu sagen. Es gibt da sowohl vegane als auch vegetarische Alternativen, vor allem wenn ihr Kaltgetränke haben wollt, die nicht mit Milch sind.
Dann haben wir sogar in Nara war das, haben wir ein veganes Restaurant, war das, glaube ich, vegetarisch und vegan auf jeden Fall, gefunden. Das war richtig nice. Ich hatte da einen Tofu-Schnitzel, so einen kleinen Karottensalat. Meine Schwester hatte vegetarisches Ramen oder veganes Ramen sogar. Und eine andere Freundin von mir hatte vegan oder vegetarisches Bibimbap, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall super nice. Wenn ich den Laden finde, werde ich den auf jeden Fall auch unten verlinken. Es war auf jeden Fall auch von Ausländern. Also irgendwie keine Ahnung, was das betrifft, war Japan 2017 echt noch ein bisschen rückständig. 2019 hat sich einiges gebessert, also finde ich zumindest. Dann, das war hier eins der geilsten Sachen. Das war so eins der interessantesten Sachen. Das war ein Brötchen voll mit Walnüssen. Wenn ich überlege, wie viel ich für Walnüsse bezahle. Und dann ist dieses Brötchen einfach voll gewesen. Das war halt einfach nur Brötchen mit Walnüssen so. Ich habe schon verstanden, was da auf dem Schild stand, aber das habe ich nicht erwartet. Ja, dann habe ich angefangen, sehr viel Melonsoda zu trinken bei McDonald's. Das war einfach so ein Baumkuchen, den wir gegessen haben. Dann hier, das war eine wirklich gute Pizza, die gab es in Disney Sea. Also das sind, glaube ich, auch echte Italiener gewesen. Ja, dann nochmal ein Crepe. Der war auch wieder mit irgendwie sowas gefüllt wie Pudding oder sowas. Also Sahne natürlich auch irgendwie immer, keine Ahnung wieso. Ja, dann wieder ein Frühstück. Ich glaube, das ist einfach so ein Käsebrötchen auf der linken Seite. Warum auch immer, die machen so Frischkäse und sowas da rein. Das ist super weird. Dann einfach so ein Vanillecone. Also ich glaube, den gibt es auch bei uns in Deutschland. Zumindest hier in Düsseldorf gibt es den auch. Und dann wieder so ein kleines Käsebällchen. Da sieht man da hinten auch nochmal von meiner Schwester. Das ist auch so ein Käsebrötchen. Und einfach, ich glaube, so ein Knoblauchbrot war das. Dann haben wir bei Ben & Jerry's noch Eis gegessen. Dann habe ich angefangen, solche Smoothies zu trinken. Die waren echt lecker. Und damit habe ich angefangen. Ich bin ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob das hier mit Gelatine ist. Das muss ich auch gleich mal googeln. Dann gibt es sowas noch wie so kleine Brownies oder sowas. Halt Smoothies, Brownies, keine Ahnung. Das war zum Beispiel halt auch wieder voll lecker. Ramen, Udon und sowas. Ihr müsst halt einfach nur fragen, ob das mit Fischbrühe ist. Und wenn nicht, könnte ich es halt eigentlich essen. Das ist halt nur, ne, nur fragende Menschen kann geholfen werden. Dann halt bei Mc's, ne, so Pommes geht immer, Cola geht immer. Dann halt Eis, die haben so Fruchteis gehabt, also das war dann halt einfach Wasser mit Geschmack, so wie man hier sieht. Also da waren dann noch Früchte so mit eingearbeitet und sowas. Dann hatten wir an, ich glaube das war ein Shinukubo, wo halt eh halt so koreanische Sachen sind. Da gab es halt diese koreanischen Pfannkuchen und da drin war halt Käse und das war auch mega geil. Ja, dann halt wieder bei Subway gegessen und das war's sogar schon. Also es ist, sage ich mal, relativ langweilig, mehr oder weniger. Es ist halt einfach nur, um mal so zu zeigen, was es überhaupt gibt, wenn man halt Vegetarier ist. Man muss dazu sagen, 2017 war für mich jetzt auch nicht so, dass ich den gesundesten Lifestyle hatte. Wir haben halt immer draußen gegessen, wir haben sehr viel Süßspeisen gegessen. Das war jetzt nicht so super healthy. Also es geht aber auch. Es ist jetzt nicht so, dass das, was ich euch zeige, das Einzige ist. Das ist nur das, was ich persönlich halt esse. Es gibt sehr viel Gemüse, es gibt natürlich auch Obst. Ihr könnt euch auch einfach Obst kaufen, könnt das zu Hause dann schälen, könnt das klein schneiden, könnt das einfach essen oder könnt es euch in eine Tupperdose packen, mitnehmen. Es ist jetzt nicht so, als ob da Grenzen gesetzt sind. Wir haben aber auch damals nicht darauf geachtet, ob wir irgendwie Supermärkte in der Nähe hatten. Wir sind zum Konbini gegangen und ansonsten haben wir auswärts gegessen. So, jetzt werde ich im Anschluss direkt das 2019-Video drehen, damit ich das nicht vergesse, weil sonst mache ich das nämlich nie. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video, falls euch das hier natürlich gefallen hat. Und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.